Hallo, ich wollte euch mal ein kurzes Update zu dem Gerät hier in meiner Nase filmen. Ja, ich bin ein schlechtes Vorbild, ich habe es rausgeklappt, ich habe es nicht mehr ausgehalten, aber dann dachte ich, mache ich jetzt mal ein kurzes Video und zeige es euch. Es ist wie gesagt noch so ein bisschen gerade, ich hätte es gerne länger und mehr zusammen. Es gefällt mir jetzt noch nicht so von der Optik her, aber man kann es ja ungefähr schon erahnen, wie es aussehen würde später. Und ja, also ich muss aber dazu sagen, es wäre natürlich besser, wenn man es reingeklappt lassen würde, aber ich glaube, ich lasse es einfach rausgeklappt und drehe es auch nicht damit hin und her. Und wisst ihr, es ist immer so, ich sag bei meinen Ohren auch mal, ja, ihr solltet 4 Wochen warten mit den Dehnen, ihr solltet nicht so schnell dehnen. Ich habe auch an dem einen Ohr, ich glaube 1,5 Wochen gewartet einmal zwischen dem Dehnschritt, weil ich kenne das, man nicht warten möchte, aber man sollte warten. Und ich spiele hier immer den Moralapostel und sage, wartet, 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 aber ich warte selbst nicht. Naja, egal, ich wollte euch erzählen, wie es mit der Pflege läuft und so. Also es macht überhaupt keine Probleme, das ist so super. Ich habe es anfangs so gemacht, wie der Piercer gesagt hat, also morgens Kruste entfernen, dann dieses Prontolint drauf und dann abends nochmal Kruste entfernen, Prontolint drauf. Aber nach 3 Tagen habe ich gemerkt, wie das hier so ein bisschen angefangen hat zu brennen. Und naja, ich dachte mir so, wirkt wieder nicht so gut, wie beim Bauchnabel, da war es ja auch so. Also habe ich es umgestellt und zwar mache ich das jetzt so. Meine eigene Pflegeroutine sozusagen. Also morgens einfach mit lauwarmem Wasser Kruste entfernen. Dazu mache ich halt die Nase so ein bisschen hoch und mit dem Wattestäbchen einfach mit lauwarmem Wasser. Und dann mache ich halt ein kleines bisschen Clinisep drauf. Und zwar Nase so ein bisschen hoch und dann so ausatmen, weil es einfach sonst in die Nase kommt. Also wenn man nicht, wenn man halt aus Versehen dann so hochzieht, wenn man das reinsprüht, dann geht es gleich in den Kopf rein, das ist richtig, 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 richtig eklig. Und ja, also, oh Gott, ich komme da noch dran, ausatmen. Und ja, dann gehe ich in die Schule und zum Beispiel dann mittags mache ich so, dass ich so ein kleines Gefäß nehme mit Salzwasser, also Wasser und Salz reinrühren und dann die Nase so reintunke und 3-4 Minuten warte. Und dann läuft auch schon alles, also da muss man wirklich schön alles sauber machen, dann ist auch wirklich alles weg, die ganze Kruste ist weg, alles ist total gut sauber und dann wieder Octinisep drauf. Ich möchte mir dann auch wieder so einen silbernen Schmuck holen. Oder vielleicht auch einen schwarzen, ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich weiß leider auch nicht, in welcher Größe es gestochen wurde. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich werde den Piercer dann mal fragen. Es ist entweder 1,2 oder 1,6. Ich glaube, es ist 1,6, weil mein Bauchnabel ist 1,8. Und es ist ein bisschen dicker, aber es ist nicht so viel dicker. Also ich glaube, es könnte 1,6 sein. Wobei, ich zeige euch das gerade nochmal. Ja, und es hängt immer schief. So. Ja, und wie gesagt, man kann es auch einfach reinklappen. So zieht man einfach das so runter, dann wird die Nasenscheide immer dünner und dann kann man sie einfach so viel reinklappen. Und wieder rausklappen. So. Okay, das war's. Ich werde euch vielleicht dann nächste Woche wieder nochmal ein kurzes Update drehen, einfach mal so, wie es läuft und es wirklich so unkompliziert. Ey, mein Bauchnabel hat viel mehr wehgetan. Ich möchte jetzt keinen irgendwie abschrecken, von wegen, macht euch kein Bauchnabel-Piercing oder so, aber Bauchnabel ist schon echt heftiger und das ist so ein Pussy-Piercing. Also, ich meine, das sieht halt krass aus und so, aber es ist eigentlich von der Abheilung total einfach und man kann da echt, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Aber es wäre besser gewesen, ich hätte es nicht rumgedreht, aber ich lasse es jetzt einfach so unten hängen und mache jetzt nicht so übermäßig viel dran rum und ja, ich fasse es auch nur an, wenn die Hände gewaschen sind, das ist ganz wichtig und ich drehe es auch nur, wenn wirklich die ganze Kruste entfernt ist und Octinisep drauf ist und alles desinfiziert ist, weil nicht einfach, es stört mich zwar dann im Alltag, dass das Ding schief hängt, aber ich fummel auch nicht dran rum und drücke das gerade, dann hängt es halt einfach mal schief, also nur mit gewaschenen Händen dran gehen. Ja, das war's auch schon. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und einen schönen Tag, je nachdem, wann wir uns wiedersehen. Tschüss!